Ja, hallo meine Motovlog-Freunde. Inspiriert von Ducky Mark, der es bei dem Wetter doch gewagt hat, rauszugehen und mir ein Bild von der Schwäbischen Alb geschickt hat, dass sich da das Wetter doch so schön aufgeklärt hat, habe ich mich doch jetzt auch mal entschlossen. Man sieht es ja hier noch, die Straße ist noch schön nass oder teilweise fleckig nass, mich auch noch mal aufs Moped zu wagen. Weil nächste Woche habe ich ja wieder meinen Dauerbereitschaftsdienst und muss wieder jeden Tag 24 Stunden der Firma zur Verfügung stehen. Und dann komme ich da natürlich nicht dazu, mich aufs Moped zu setzen. Also würde schon dazu kommen, nur das bringt mir nichts, kann dann hier und mir zu Hause auf dem Betriebsgelände im Kreis rumfahren. Darum denke ich halt einmal, dann fahren wir halt mal so eine Fahrstrecke lang. Und reden mal so, was uns so in den Kopf fällt. Was mich doch mal interessieren würde, ist, wie ist es bei euch? Habt ihr Saisonkennzeichen? Fährt das ganze Jahr durch? Oder habt ihr vielleicht mehrere Bikes? Bei denen man sagt, ja gut, das eine ist die Winterhure und das andere ist die Sommerbitch. Ich war auch schon am überlegen, ob ich das vor Jahren, ob ich das mal machen sollte. Aber passt da einfach mal ein bisschen auf, sage ich. Also ich muss erstmal dazu sagen, ich habe das ganze Jahr über das Motorrad angemeldet. Weil ich schon Dezembertage erlebt habe, die wärmer und schöner waren als irgendwie fahre ich auf die Wolke zu. Na egal. Die schon wärmer waren als so manche Septembertage, an denen ich auch gefahren bin. Ja, auf was passe ich da auf? Ich schaue natürlich, wenn ich fahre, dass nur trocken ist. Natürlich nicht so viel Salz auf den Straßen ist. Ich meine, es wird mit unseren milden Wintern, die werden ja jedes Jahr milder, wird wahrscheinlich immer weniger werden. Natürlich halte ich dann das Moped penibel sauber. Das heißt, habe ich da eine Fahrt gemacht und dann doch festgestellt, dass da viel Salz auf der Straße unterwegs war. Oder bin da doch mal in so einen feuchten, in so eine Feuchtstelle reingekommen. Dann, ich meine, ich habe die Möglichkeiten. Ich habe eine riesen Waschhalle auf dem Betriebsgelände. Ich muss ja sagen, ich wohne mit auf dem Betriebsgelände im Haus. Und habe da jede Möglichkeit natürlich mein Moped wieder sofort sauber zu machen. Andere haben gleich um die Ecke eine Waschbox stehen. Jetzt bin ich doch mal im Überlegen, ob ich wirklich so rumfahren soll. Nein, ich fahre andersrum. So, schön, dass ich hier Vorfahrt habe und die doch meinen, sie müssen sich da irgendwo durchzwängen. Nun ja, auf jeden Fall gibt es da ja auch viele Möglichkeiten, wirklich heutzutage sein Moped sauber zu machen, diese Waschboxen da 24 Stunden im Betrieb und so. Also ich handhabe das auf jeden Fall so,
Ich möchte im Winter mein Fahren nicht missen. Natürlich braucht alles ein bisschen länger. Getriebeöl braucht länger, bis es warm ist. Der Motor braucht ein bisschen länger, bis er warm ist. Bis die Öltemperatur da ist. Und ja, die Reifen, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, egal. Auf jeden Fall brauchen die Reifen auch ein bisschen Zeit, um auf Temperatur zu kommen. Und bei kurzen Pausen kühlen sich die Reifen sehr, sehr, sehr schnell wieder ab. Ja, da darf man eben ein bisschen aufpassen, ne? Auf die ganze Sache, auf die ganze Scheiße. Wie ich sehe, geht trotzdem schon wieder ein paar Minitröpfchen ab. Aber die halten uns ja nicht davon weg. Ja gut, Klamotten im Winter. Scheiße, wir haben noch Mitte September, ich rede schon vom Winter. Ah, richtig. Auf jeden Fall Klamotten im Winter. Wer beim Mopedfahren friert, sage ich, ist selber schuld. Weil es muss keiner beim Mopedfahren frieren, wirklich nicht. Da werden halt die Winterhandschuhe angezogen. Da wird, ich habe von meinem Spitzel-Elli so eine schöne amerikanische Unterwäsche. Also nicht seine, sondern ja eben eine neue bekommen. Polar, was weiß ich, wie die irgendwie heißt. Und die ist sowas von sagenhaft warm. Die trägt nicht so dick auf unten. Ich meine, das sind die ist mit den Armeesachen wirklich und Kindergartenbundeswehr der Weiten voraus. Ja, dann meine Rolex, die wo ich eigentlich immer ab Herbst bis zum Frühjahr durch anhabe. Ich habe Rolex 460 oder was weiß ich, auch in, da gibt es ja auch schon nicht mehr, die habe ich schon so viele Jahre. Und der möchte mich eigentlich auch gar nicht trennen. Und ihr werdet lachen, die billigste Jacke wirklich von Louis, eine Fastaway Jacke, seins 1955 hat die geheißen, irgendwie Textiljacke mit Innenfutter. Hey Leute, ich sag euch, die ist so bombig, ich weiß auch nicht, ich habe die irgendwie mal aus dem Ausverkauf in ja, vor 3-4 Jahren irgendwie habe ich die mal gekauft für, ich glaube, 59 Euro oder so runtergesetzt von 99 und früher hat sie irgendwie mal 100, hau mich blau, irgendwas gekostet. Und naja, auf jeden Fall diese Jacke habe ich noch dazu. Ja gut, dann Kopfhaube, bla bla bla. Dann dieser Schalter hier, ich hoffe ihr seht ihn, der ganz ganz wichtig ist, weil das ist ja meine Griffheizung. Und der Vorteil der Boxer, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann, hier,
hier Boxer, also hier der Zylinder und Schuhe dahinter. Das heißt, die ganze Abwärme geht natürlich im Winter auch nicht nur über den Ölkühler oder weg, sondern geht natürlich durch die Luft, Verwirbelung und so weiter und so fort, auch ach, ist das hier geil. Hier schon so lange nicht mehr. Alles frei. Früher weiß ich noch, dass sie mich immer gefahren, da waren hier überall die Rehe. Ach, ich lerne schon wieder ab. Auf jeden Fall hast du da die Abwärme von den Zylindern, hast du auf den Füßen und da frierst du nicht. Nachteil, Sommer, wollen wir gar nicht drüber reden. Aber da habe ich den Fanucci VTB 1 oder 2, weiß ich jetzt nicht mehr, vor 2 Jahren jetzt gekauft, da habe ich überhaupt keine Probleme mehr, weder im Sommer noch im Winter. Und die haben zwar damals richtig Geld gekostet, also für mich sind 220 Euro viel Geld. Das nur für so Spaß und Hobby. Auf jeden Fall diese VTB 1 oder 2 Wasserbahnen mit Klimamembran 3, bla bla bla, was weiß ich, was alles gibt. Klasse Schuhe, möchte ich auch nicht mehr missen. Und naja, da kommt man da auf jeden Fall durch. Aber wie gesagt, ich habe euch jetzt, glaube ich, schon wieder zu viel zugelabert. Ich wünsche euch eine schöne nächste Woche. Und wenn das hochgeladen wird, ist der Sonntag rum. Soweit ich weiß, falls ich heute noch dazukomme, weil heute gibt es lecker Hähnchen und ja, dann ist natürlich wieder der Bauch recht voll und er ist mir schön bequem und faul. Darum fahre ich ja lieber vorher. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ganz einfach, haut rein. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mein Auto hat sich ein bisschen geändert. Und wem es gefällt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Wem es nicht gefällt, schreibt es wieder auch da rein. Für den Like bin ich dankbar. Für ein Abo, wenn ihr wollt, natürlich auch. Aber wie ihr wisst, alles ist frei bei uns. Keine Verpflichtungen, kein Commerz, kein, was weiß ich, Klamottenverkauf und so weiter und so fort. In diesem Sinne, wie gesagt, eine schöne nächste Woche. Hier unten ist übrigens Kloster Brombach. Schon wieder abgelenkt. Macht's gut, euer Mittel oder Dotzer RS. Ciao, ciao. Wow.